Wunderbar. Zelte sind toll. Ich mag Zelte. Magst du auch Zelte? Cobra ABC und ein Archendrache. Flammenwerfer, eine feine Technik, die wir lernen müssen. Wenn ihr sie auf Doris anwendet, gehe ich mit da sehr verbunden mit. Ne? Und man kann von ihm Äther klauen. Ist das nicht schön? Ich finde das sehr gut. Okay, Post, eine Hyper bitte auf Doris. Auf Doris bitte. Das ist nicht Doris. Das sind wir. Wie viel hat denn der Kollege? Das ist auch nicht Doris. 18, 123 noch. Gut, gut. Dankeschön. Flammenwerfer erlernt. Tut wie mit einem Querhieb. So. Jetzt haben wir leider schon wieder eine Fallentechnik vergessen, weil wir da das eine Monster für die Farbe nicht gefunden haben. Aber hier können wir hoch zu dem Ball. Da ist eine Materia, die man am Anfang gar nicht sieht. Das ist hinterhältig. Heilung. Ballerlitz. Und wir klauen nochmal hier einen Äther. Denn auch wenn wir Äther nicht brauchen, ne? Wir können ihn gut verkaufen. Warum nicht? Also, ne? Und gerade wenn Doris hier immer wieder getroffen wird, kann sie das eine Limit auch öfter einsetzen. Und dann haben wir auch bald schon das zweite Limit von der zweiten Stufe. Da ist immer wieder Monster besiegen, Monster besiegen, Monster besiegen, bis wir Stufe 3 erreichen. Und dann ist es eigentlich so gut wie erreicht, was ich haben will. Ja. Dann ist es erreicht, was ich will. Nur Heilung. Er hat ja gestohlen. Juhu. Und einen Blitz. Das reicht, glaube ich, aus. Ja, das sollte reichen. Super. Dam, da, na, da. Und den Äther können wir gleich wieder reindrücken. Damit sie wieder mehr Magiepunkte hat. Fernangriff haben wir hier bekommen. Das ist hilfreich. Nun. Ne, Feuer ist bald auf Stufe 2, das ist gut. Ich nehme mal Analyse raus und gebe Mr. T Fernangriff. Dann in die hintere Reihe mit ihm. Ich will Dosen in der Mitte, ja. Was bewirkt Fernangriff? Nun, die Angriffskraft bleibt unverändert, wenn man jetzt in der vorderen oder hinteren Reihe steht oder wechselt im Kampf. Also hinten nimmt man natürlich auch weniger Schaden, also komme ich natürlich in die hintere Reihe rein. Ganz einfach. Ganz einfach. Hier ist eine Kastagnette. Wobei für mich eine Kastagnette was anderes ist als, ja. Nehmen wir mal Erdodem. Wir müssen die Limitangriffe sowieso austesten und ordentlich benutzen für den Aufstieg. Na, es hat jetzt irgendwelche Angriffe, Effekte negiert oder kuriert. Aber ja, die Limit-Technik ist nicht so eindrucksvoll. Nicht unbedingt eindrucksvoll.
zu beachten ist übrigens auch, dass man die zweite Attacke einer Stufe gar nicht braucht. Denn um eine Stufe auf die nächste aufzusteigen, muss man nur eine bestimmte Anzahl an Gegnern getötet haben. Ihr könnt folglich die zweite Technik einer Stufe total ignorieren. Was wahrscheinlich nicht so gedacht war. Gemütskapsel, Das schlägt mir aufs Gemüt. Und erhöht damit den Gemütswert. Ich sammle die aber erst noch alle. Bevor ich da irgendwas benutze. Da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts. Schalalalalalala. Fünf Gegner hier, das ist super. Da freut sich unsere Doris drüber. So, wir vielleicht schon bald das Glück und können auf die dritte Stufe aufsteigen mit ihr. Das wäre ja genial. Natürlich könnte ich auch hier einfach in der Mine noch trainieren. Das sehe ich aber gerade nicht unbedingt einen Sinn oder einen Zweck. Was könnt ihr von euch klauen? Mit etwas Glück. Na? Nichts gestohlen. Probier's nochmal. Nichts. Na egal. Fuck it. Ihr stirbt. Ja, Matra-Zauber ist eine ziemlich gute Feindestechnik für den Anfang des Spiels. Gerade weil dann viele Gegner auf einen Schlag umgebracht werden können. Ah, da ist nichts. Schade eigentlich. Oh. Hi. Turks. Entführung. Die Turks sind streng genommen unsere Gegenspieler. Die haben in etwa dieselben Ziele wie wir, aber ein bisschen anders. Ne? Elena. Hallo Elena. Was wir Reno angetan haben, der ist geflohen, der Typ. Ist abgehauen. Ah, Zeng, dich kennen wir doch. Ja, zum Hafen von Union ist sehr viel Leute unterwegs. Das haben wir jetzt natürlich nicht gehört. Es gibt sowieso nur diesen einen Weg. Einen anderen können wir gar nicht gehen. Und wir werden Reno bald wiedersehen. Yay! Doris und Zeng scheinen sich scheinbar zu kennen. Übrigens, wenn sie nicht in der Gruppe ist, lässt er Grüße ausrichten. Finde ich lustig. Gut, wir gehen erstmal hier weiter lang. Hier ist noch eine Kiste mit Elixier. Und einem Heiltrank und sonst nichts. Aber auch hier das ganze Marco, was da hoch scheint. Super schön. Hey, ihr seid... Ach, Kastagnette. Hatten wir euch nicht eben gerade? Sowas aber auch. Und dieser Scherenfunk ist sowas von
lahm und schwach und setzen fast nichts anderes ein. Und es gibt nichts zu stehlen, das ist super. Also töten wir euch. One-Hit KO. Na, die geben auch ganz nett Erfahrung. Warum also nicht? Gut. Dann klettern wir jetzt hier hoch und raus aus der Höhle. Ja, unsere Weltkarte können wir auch vergrößern. Und der Punkt da in Richtung unseres Ausblicks links am Wasserrand, das ist Junon. Also die Hafengegend Junon. Mit dem Hafen von Junon. Hey, 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 wer hätte es gedacht? Gut. Oh. Ein Kondor. Was haben wir denn hier Schönes? Hi. Ja, die haben schönere lange Zeit auf diesem Feld bekämpft. Mhm. Im Kampf unterstützen. Wir helfen euch. Gut, ich gebe zu, ich habe jetzt gerade gelogen. Wir helfen denen erstmal noch nicht. Aber ich wollte hier rein. Denn ich... Das Geld sollte hoffentlich reichen. Na, Leiter. Die Leiter hoch. Und dann gehen wir hier lang. Hier gibt es nämlich interessante Materia zu kaufen. Hi. Ich könnte jetzt nichts verkaufen. Schweine. Dann eben nicht. Haben wir Pech gehabt. Klar kann ich jetzt helfen, aber es dauert einfach zu lang und wir haben dafür nicht das Geld. Denn wichtig wird dieser Ort erst auf der, ja, kurz vor, ja, zwei Drittel beim Spiel ungefähr. Vom Storyverlauf. Da wird es wichtig. Und dann kehren wir hierher zurück. Vielleicht auch noch früher, wer weiß. Wer weiß das schon? Da hinten, hinter diesem kleinen Hügel, liegt Junon. Aber wir gehen noch woanders hin auf diesen Moment. Ah, ich glaube, ihr seid Nerosuferot. Seid ihr das mit der Level 5 Technik? Hitzeflügel. Nein. Das habe ich nicht gemeint. Macht auf jeden Fall Schaden. Das kann man nicht anders sagen. Sind die nur Hitzeflügel? Dann seid ihr nicht die, die ich suche. Nein, dann müsst ihr sterben. Da, da, da. Da, 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 da. Na, viele Frauen gibt es aber nicht. So, dieser Wald hier. Ne? Wo wir gerade sind. Hier auf der Karte. Na, so. Hier, ne? In diesem Wald können wir jemanden finden. Und genau diese Die Personen werden wir jetzt suchen, aber vorspeichere ich mal. Brauche ich eigentlich nicht wirklich machen, aber ich tue es trotzdem, weil ich es kann. Und so, ne? Jetzt schauen wir mal, ob wir sie finden. Kamerasicht wechseln, damit wir einfach hier durchlaufen können. Ohne immer aus dem Waldbereich rauszukommen. Das ging schnell. Und? Ha! Hallo, Mystery Ninja. Wir müssen dich besiegen. Ah, bei der Gelegenheit können wir mal den Schokomok zeigen. Amok, lauf! Rein hypothetisch. Ein Murk geht auf einem Schokobo auf die Gegner zu rennen.
hat elementarisch gesehen einen Windeffekt auf dem Element. Und es gibt nichts zu stehlen. Um ehrlich zu sein, der Kampf ist nicht schwer. Und ja, wir haben sie sogar schon besiegt. Gut. Hier ist ein Speicherpunkt. Den werde ich aber nicht benutzen. Ja, du hast verloren. Unglaublich, ne? Nochmal? Kein Interesse. Ja, willst du weglaufen? Bleib Kämpfe! Kämpfe! Hab ich gesagt. Wir haben Angst, ja, total. Ja. Wer stark genug gefühlt, tragen wir noch eine Runde aus. Warte einen Moment. Ja, wir wollen deine Hilfe haben. Stimmt. Was soll ich noch tun? Ja, wie heißt du? Könnten wir jetzt fragen, aber beeilen wir uns lieber mal. Ich glaube, dann haut sie ab. Das ist Juffy. Oder Yuffie. Juffy Kisagari. Kirisagi? Kira. Irgendwie so. Wie nennen wir sie? Komm. Mona. Passt doch super. Das ist die Mona. Wie sie es plante. Ja, ja. Da fragt man sich, was sie vorhat. Jedenfalls ist jetzt ein Teammitglied. Yay. Tschüss, Mr. T. Den werden wir so schnell nicht mehr benutzen. Das Gute ist jetzt schon eine recht gute Waffe. Und viel sagt Shuriken. Und Shuriken ist falsch geschrieben. Das C gehört nicht dahin. Mal sehen, es ist wahr. Das muss ich kurz ändern. Na. Achso, der hat auch kein Accessoire, der Mr. T. Eine Sekunde. Wolfi hat aber was. Den Talisman nehmen wir ihm raus. Dann wechseln wir wieder zu Juffy, Mona. Mona, Juffy, wie auch immer. Ausrüsten, Talisman. Sie hat auch Materie bei sich. Wurf. Will ich aber erstmal nicht benutzen, weil sich der nicht wirklich lohnt, so ein Wurf. Ja. Mona kriegt Platz und Moment. Was hat Mr. T noch da drin? Erde kommt raus. Und ja, da rein. Gut. Gut, gut, gut. Hyper auf alle. Und gespeichert. So, gut. Dann mal weiter nach Junon. Aber, Moment, ich glaube... Na doch, ist drin. Wir können hier auch noch was irgendwo klauen. Für einen Charakter. War das hier oder in den Wäldern? Ich weiß es gerade nicht genau. Schauen wir mal. Ah, von dir kriegen wir auf jeden Fall noch eine Feindestechnik. Nichts zu stehlen. Schade. Donnerschlag ist es nicht, aber es macht höllischen Schaden. Und wir zeigen mal geölter Blitz. Juffys erste Limit-Technik. Macht höllischen Schaden. Und Juffy ist allgemein ziemlich nützlich, was das angeht. Das ist
Hier wirst du tot sein? Ja. Auch Jaffi oder jetzt eben unseren Fall Mona bekommt später auch richtig gemein gefährliche Angriffe, wenn man es so sagen will. Naja gut, da hinten ist schon Junon. Ja, da ist Junon. Ich würde jetzt schauen, dass ich alle auf mindestens Level 17 bringe. Hier noch die Technik der zweiten Stufe hier beibringen kann, die noch fehlt, um dann auf Stufe 3 zu kommen. Bei Mona vielleicht zur zweiten hin und bei mir hoffentlich auch mal. Und dann sehen wir uns wieder an dieser Stelle und dann schauen wir uns die Stadt Junon an. Eine schöne alte Hafenstadt, wo garantiert nichts irgendwie Auffälliges vorkommen wird. Bis dann!